Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ja, ihr seht es schon, ihr habt auch gelesen, darum geht es hier. Und wann kommt es? Nach dem Intro. Ja, wer kennt es nicht? Regnische Tage etc. Und was macht man im Van? Ja, wir haben heute nicht einen regnischen Tag. Außerdem habt ihr uns ja auch gefragt, wie es eigentlich aussieht, wie wir uns die Zeit vertreiben, wenn es mal nicht so schönes Wetter ist. Und daraufhin wollen wir heute mal eingehen, ne? Genau, das ist alles, was wir immer dabei haben. Also ihr seht schon, also spieletechnisch können wir sagen, läuft das bei uns auf jeden Fall. Genau, ein Spiel haben wir noch gar nicht ausgepackt. Das haben wir nämlich von Iris und Uwe gekriegt. Zu Weihnachten. Genau, die wollen nämlich mit uns meine Partie Mensch ärger dich nicht spielen. Passend natürlich zu unserem Band. Liebe Grüße an der Stelle. Genau. Das werden wir auf jeden Fall nachholen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Hoffentlich bald. Und ansonsten sind aber alle Spiele schon mal ausgepackt gewesen. Ein Spiel haben wir auch noch nicht gespielt. Das ist dieses hier, das DOS. Da genau. Kommen wir aber noch zu. Genau. Und jetzt würde ich einfach sagen, wir machen kurzen Einriss, damit ihr das seht, mit was wir hier so gerne spielen. Genau. Und ihr könnt schon mal auf jeden Fall kommentieren, was ist denn, welches Spiel kennt ihr und welches Spiel habt ihr sonst noch an Bord. Das genau. Könnt ihr auf jeden Fall schon mal kommentieren. Und jetzt gehen wir so auf die einzelnen Spiele so ein. Kurz und knapp natürlich. Sowieso. So, nachdem wir kurz diskutiert haben, dass er mich aus dem Flow gebracht hat. Kannst du es ja wiederholen. Habe ich jetzt aber keinen Plan mehr, was ich sagen wollte. Ist auch egal. Ja, dann ganz klassische Spielkarten. Die haben wir immer eigentlich an Bord. Die haben wir natürlich schön in Norwegen gekauft. Ne? Das Nordkap, immerhin da, wo wir uns verlobt haben. Deshalb sind die immer mit dabei. Genau. Und ich glaube, sogar ein Spiel haben wir sogar auf der Colorline, glaube ich, aufgekauft. Weil das auch Norwegen war. Ja, das kann sein, genau. Auf jeden Fall. Das ist ein ganz klassisches Kartenspiel, das heißt, wenn wir mal Mau Mau oder sowas spielen oder unsere eigenen Spielregeln, wir packen einfach mal irgendwelche Sachen raus, da sind wir immer sehr clever in den ganzen Sachen. Wolltest du jetzt irgendwas zeigen? Ich wollte die wegpacken, dann können wir die nächsten zeigen. Genau, die sind also ganz klassisch, aber immer mit an Bord. Dann etwas, das haben wir wahrscheinlich entweder in St. Peter-Ording oder woanders gespielt, ist nämlich bei Kaufhaus Stolz gekauft worden. Auf jeden Fall geht es da um Reise und das ist ja genau unser Ding, um Schiffe und so weiter. Also ich wollte gerade sagen, da drauf ist ein Pott. Ja. Es geht um Schiffe. Ach, Ozeanriesen, so. Es geht um Ozeanriesen. Aber man reist ja auch mit einem großen Schiff, nicht? Und da merkt man, wir sind Jungs, ne? Also hier solche Spielekarten, so ungefähr 21,5 Knoten. Ja, genau. Da schaffen wir das ein bisschen schneller mit dem mit unserem Buggy hier, ne? Genau. Genau. Aber ich meine mal, ich weiß gar nicht, wie das, was man immer gesagt hat. Top oder sowas. Irgendwann hat man immer noch dazu gesagt, damit man halt sagen kann, falls man. Ah nee, 21,5 Stich. Das genau. War das immer. Ja, genau. Ist auch immer ein tolles Spiel. Ich suche ja noch, wäre schön, wenn es sowas natürlich mit Wohnmobil geben könnte, ne? Vielleicht gibt es das ja auch. Könnt ihr mal reinschreiben in die Kommentare. Gibt es sowas, wäre schön. So, apropos, alle Spiele, bis auf das hier, sind selbst gekauft. Das ist, hat man uns geschenkt, aber hat Stefan ja auch schon gesagt. Genau, richtig. Dann ein Spiel, ganz klasse. Romy Bridge Canasta. Ich bin noch keine alte Omi. Aber wir können zumindest Romy spielen. Wir ja? spielen Romy. Mag er überhaupt nicht, weil das ist nicht so sein Spiel. Nee. Da muss er immer sich so konzentrieren. Aber sonst, das ist natürlich auch immer ein tolles Spiel. Kann man immer nebenbei machen. So, genau. Das werfen wir dahin. Dann haben wir verschiedene Varianten von Uno natürlich. Uno gehört irgendwie immer dazu. Der Klassiker, das ist klar. Der ist bekannt. Dann haben wir Uno Flip, der ist auch richtig cool. Das ist ein nerviges Spiel, weil wenn man das so spielen würde, wie man spielen müsste, dann kriegt man immer mehr Karten. Das ist schon ganz witzig. Also für denjenigen, der halt viel Karten auf der Hand hat, das sieht es nicht so gut aus. Das meistens ich bin. Aber ich habe noch überlegt, ich wollte mir so einen Kartenständer kaufen, aber ganz ehrlich, für einen so ein Plastikteil bezahlt man 4 Euro. Nö, das war mir dann doch zu teuer. Tja, wobei, so wenn wir das irgendwann nochmal spielen sollten, werde ich mir das kaufen müssen, weil ich immer da gelackt bin und muss 5 Karten auf einmal ziehen. Nee, das funktioniert nicht. Aber sonst natürlich ein geniales Spiel, weil man dann völlig durcheinander kommt. Ich habe noch ein neues Uno entdeckt, aber das müssen wir mal gucken, ob wir uns das auch noch besorgen. Weil Uno-technisch sind wir immer am Auf jeden Fall, gibt es dann noch Uno DOS. Und da haben wir echt Probleme. Wir haben wir nicht kapiert. Wir haben es nicht kapiert. Wir haben die Spielregeln uns durchgelesen. Wir haben sogar ein Video, 2 Videos davon gelesen.
Wir verstehen es nicht. Hat jemand dieses Spiel und kann uns das vielleicht einfach mal erklären? Und zwar in erster Linie, wann wäre der Nächste dran? Weil das haben wir nicht verstanden. Kann sein, dass wir unsere eigenen Spielregeln machen, aber falls jemand das kennt, wäre echt toll, weil wir möchten das eigentlich gerne mal austesten. Genau. Ja, dann ein richtig klasse Spiel, da spielt sogar Schwiegerpapa mit, auch wenn ja. wir da manchmal dazu trizen müssen. Aber das Skippo ist schon echt cool, das macht Spaß. Das macht er gerne und das Schöne ist, man kann das wirklich sehr, sehr, sehr lange spielen. Ist immer ein toller Regenvertreib. Ja. Was haben wir noch? Wir haben Phase 10 noch ausprobiert im letzten Urlaub. Das war auch ganz nett. Zusammen, beziehungsweise zu dritt haben wir das gespielt. Und das ist auf jeden Fall auch empfehlenswert. Ist mal was anderes. Da geht es halt darum, dass man halt gewisse Phasen abspielen muss und erreichen muss. Und ja, dann geht es im Prinzip auch darum, dass man halt da dementsprechend Punkte sammelt. Wir haben es jetzt ohne Punkte gemacht. Wir haben einfach nur erstmal die einfache Variante gesagt. Genau. Wir wollen nur erstmal die Phasen voll kriegen, eins nacheinander. Und wer 10 Phasen voll hat, der hat halt gewonnen. Genau, und das dauert auch ungefähr eine Stunde. Also zu dritt, ja. Wahrscheinlich zu zweit wird es ein bisschen schneller gehen. Aber genau. Es ist halt ein schöner Zeitvertreib, muss man einfach sagen. Ja. Dann ein Spiel. Immer wieder der Klassiker. Das möchte ja eigentlich auch Iris mit uns spielen. Elva raus, genau. Mal sehen, wann wir das hinkriegen. Auf jeden Fall ist auch immer an Bord, ist auch ein tolles Spiel. Spielen wir lieber zu zweit. Man könnte es theoretisch zu viert spielen, aber eigentlich zu zweit. Ja, geht aber auch ganz gut zu viert. Ist es eigentlich ganz gut. Ich finde interessant, dass man sogar zu sechs spielen kann, aber geht auch zu sechs, ja. Und 30 Minuten. Es ist halt wirklich ein toller Zeitvertreib. Man spielt es und man kann dann sofort nochmal Phase 10 spielen, dass es nicht so eintönig immer ist. Genau, richtig. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja mit Iris und Uwe das mal zu spielen oder mit Iris eher gesagt. Uwe will das nicht. Aber man quatscht ja immer so viel. Das ist es so. Man sieht sich so selten. Ja, genau. Das ist das Problem. Wir im Norden und die Bienen im Süden. Genau. Und natürlich der Klassiker Mensch ärgere dich nicht. Der darf, denke ich, auch nicht fehlen. Hatten wir auch schon mal mit anderen Varianten hier mit an Bord. Also haben wir auch schon öfter mal gespielt. Allerdings ist der schön in der Reisegröße, ne, genau. Der passt halt überall rein und ja. Das ist natürlich das Schlimme, wir spielen das immer mit unseren Varianten, dass man sagen muss, jeder spielt zwei Farben und du musst wirklich darauf achten, dass du bei beiden Farben jemanden rausschmeißen musst. Das ist dann schon richtig lustig, also auch da machen wir meistens unsere eigenen Regeln nochmal, dass so ein Spiel, ich glaube, wir haben mal fast 3 Stunden nur wir beide das Spiel gespielt. Ja, ja, das war schon ganz witzig. Also das war wirklich. Man kann sich da schon die Zeit vertreiben, wenn man eigene Spielregeln macht. Beim Glas Wein macht das aber immer Spaß. So, jetzt hole ich die ganzen Sachen wieder her, damit wir das haben. So, Herr Schrader, Sie müssen mithelfen. Ne? Ach ja, hier sind ja auch noch welche. Ne, wir haben hier so viele Spiele. Aber der weiß nicht, wie. Früher hast du Türmchen gebaut. Er will Türmchen bauen. Ich möchte Türmchen bauen. So. Ihr seht, eine ganze Armada an Spielen und die können uns wirklich sehr viel Zeit vertreiben. Wie gesagt, wir haben ja keinen Fernseher an Bord, wir haben zwar... Brauchen wir auch nicht. Wir gucken halt gerne mal, wenn über Handy oder über Tablet YouTube mal oder YouTube. Sowas, genau. Das machen wir gerne, aber das macht meistens Spaß und wir freuen uns, in diesem Jahr wirklich alle Spiele zu spielen. Vielleicht irgendwann DOS, da sind wir wirklich auf euch angewiesen. Jetzt die große Frage nochmal zum Abschluss. Welche Spiele habt ihr immer so an Bord? Was empfehlt ihr uns? Was sollte man vielleicht noch austesten? Ne, wichtig ist immer, es müsste in halt einer von diesen Größen sein. Ne? Also sonst... ist es zu groß, genau. Ist es zu groß. Passt es nirgendwo rein. Also Monopoly würden wir zum Beispiel nicht. Hier gibt es zwar auch in einer kleinen Packung, aber Monopoly, naja, ist die Standard. Ja. Und welche von den Spielen spielt ihr sehr gerne? Das interessiert uns natürlich auch. Und ja... Vielleicht trifft man sich irgendwann mal draußen in der Natur. Genau, und spielt mal eins dieser Spiele. Also, wenn ihr Bock habt, schreibt uns gerne an oder verfolgt uns einfach auf Instagram. Da seht ihr nämlich fast tagesaktuell, eigentlich zu 99% tagesaktuell, wo wir gerade unterwegs sind. Genau. Dann habt eine schöne Zeit, eine spielerische Zeit. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.